Guten Morgen. Meine Seite ist die hier und deine Seite ist die hier. Okay, alles klar. Welche ist meine Seite? Die. Guck, hier sind deine Stiefel. Hier sind deine einen dies und die anderen, die trägst du die überhaupt? Also hey Leute und willkommen bei diesem neuen Vlog. Ich habe hier mal meine Mamuschka zur Seite geholt. Du bist schon fleißig gewesen. Alles gesaugt. Der Müll ist jetzt schon raus. Eine Sache hast du vergessen zu saugen. Auf jeden Fall habe ich hier ein bisschen aufgeräumt, sieht man das? Ordnung geschaffen, aussortiert. Das müssen wir gleich noch entsorgen. Beziehungsweise das kommt. Ach du heiliger Strohsack. Das kommt in die Wäsche und das kommt nach oben. Diese Schuhe. Er hat mehr Schuhe als ich. Ja, die ziehe ich alle nicht an. Hier meine Arbeitsschuhe, meine Stahlkappenschuhe. Und jetzt haben wir jeder eine Seite. Das ist. Schuhmaschine eingeräumt. Was? Die Schuhmaschine eingeräumt. So richtig gehört hier. Das musst du mal gleich anmachen. Dann will ich aber mal kurz hier gucken. Das mit den Messern. Ey, hast du das mit den Messern gemacht? Ja. Schatzi! Wir machen das nämlich mit den Messern immer so, damit die anderen Sachen nicht verkratzen. Die Messer kommen nur da hinten rein. Ja, Schatz, und dann kommen erstmal nur so kleine Sachen. Heute ist auf jeden Fall Samstag. Es ist schon wieder unser Wochenende. Jetzt haben wieder alle Sachen zu. Das heißt, ja, wir machen heute wieder einen Zuhause-Vlog. Wenn euch das trotzdem gefällt, dann lasst an der Stelle schon mal gerne Daumen nach oben da. Das würde uns sehr freuen. Und wir haben hier natürlich ein Schild stehen von der Losteria. Ja, man kann auch abholen, aber wie gesagt, wir unterstützt eure Läden, ja, wo ihr sonst auch esst. Wir wollten jetzt aber auch nicht fassen, sondern. Wir haben gesagt, wir machen jetzt den Monat, nutzen wir es einfach, weil wir waren echt zu viel essen. So, das muss ja nicht sein. Und wir wollen jetzt. Wir waren echt richtig oft essen die letzten Monate. Das war. Ja, also es war echt unnormal. Ja, ich will gar nicht so viel Geld dafür ausgeben. Auf jeden Fall wollen wir, deswegen haben wir jetzt gesagt, wir. Verzichten jetzt diesen Monat sozusagen, wo alles zu hat, komplett auf Bestellen und Essen gehen. Das war jetzt auch, ja gut, ist jetzt halt so, aber dass wir einfach wieder mehr selber kochen. Bei uns steht jetzt erstmal das große Samstagsaufräumen an. Wir bekommen nachher noch Besuch und wollen nochmal alles klar Schiff machen. Und wir wollen natürlich auch nicht im Dreck leben, ne? Deswegen erstmal kurz an nächster Stelle das Bett abziehen. Ich schüttel das immer aus, damit es in der Waschmaschine dann nicht so, der Staub, der geht dann ja nicht unbedingt raus in der Waschmaschine. Wir machen zwar so einen Schmutzfangbeutel da rein, aber da geht ja trotzdem nicht, bleibt alles nicht hängen, sonst ist die Wäsche immer noch nach dem Waschen auch staubig und das wollen wir natürlich nicht. Jetzt wird die Bettwäsche nochmal ausgeschüttelt. Was los? Ja, das ist wegen dir hat das angefangen, da mit dem reinstopfen. Ja. Ich habe jetzt gerade den Topper abgesaugt und das ist einfach der ganze Feinstaub sozusagen aus dem Topper. Das ist so richtig, ja. Seht ihr selber. Das ist unser Hygiene-Bett- und Sofa-Aufsatz-Dings. So, wir haben ein Problem. Alina ist einfach zu schwer geworden für das Bett. Also die Matratze ist bis 80 Kilo und sie wiegt ja jetzt schon 74, glaube ich. Ach nee, stimmt ja gar nicht. 68 wiegt sie. Aber auf jeden Fall ist ihr das hier zu weich. Also sie findet das hier unangenehm. Und die, also das ist ihre Matratze, die geht bis 80 maximal. Und das ist meine, die ist eigentlich ab 80 und sie schläft hier besser und ihr Rücken, also für den Rücken und so weiter, findet sie das angenehmer. Deswegen, also man kann die umdrehen, dann ist sozusagen die andere Seite, ist für Härte ausgelegt. Deswegen müssen wir die jetzt einmal umändern. Alina ist quasi zu schwer fürs Bett geworden. Fertig, ja, Bett umgebaut, Bett bezogen, Zimmer gesaugt. Jetzt ist der Sauger leider alle, aber Alina hat halt unten auch schon alles gesaugt. Deswegen müssen wir ihn jetzt aufladen und dann rein und sagen. Aber ich kann euch zeigen, guck mal, das ist Schlafzimmer und, Schlafzimmer und das Bett eben. Und ich finde das immer so satisfying, wenn man das sehen kann, wie viel, das ist immer so ein geiles Gefühl, wenn man das hier so sehen kann, wie viel Staub man jetzt weggesaugt hat. Dann fühlt man sich so, oh geil, es ist schön sauber, weil hier sind 500 Kilo Staub drin. Jetzt wollte ich noch schnell das andere, also das Beistellbett aufbauen, weil wir schon das Schlafzimmer gemacht haben. Brauchst du Müllbeutel? Nee. Ich habe sie gefunden. Wo waren sie? In meinem Schrank. In deinem Schrank? Ja. Ah. Du bist doch wohl reingelegt, ne? Ja, ja, klar. Klar habe ich die da reingelegt. Sauger ist leer. Küche, was? Was hast du denn für Dinger geholt? Was? Eine Leiche oder was? Wieso? Ja, das ist doch viel zu groß. Die sind nicht so groß wie die anderen. Ups. Oh, Schade. Scheiße. Müllbeutel kannst du echt nicht kaufen. Du kaufst immer die falschen. Ich hab nie. Nein, das habe ich richtig gekauft. Schatz, jetzt nicht mein Hänger.
Nee, Klopapier war's, ne? Du hast so ein... Ich hab einmal Recycling-Klopapier gekauft. Das war so schlimm, ja. Da wollen wir einmal was Gutes tun und dann hast du gleich einen wunden Popo. Willst du das hinhängen? Die sind viel zu groß, das ist für Gartenabfälle gefühlt. Mann, was ist das für... Das ist 120 Liter, Schatz. Ich wollte dir nur sagen, für deine Spülmaschine, ne, habe ich das hier jetzt reingelegt. Sie geht hier halt nicht ran. Das Problem ist, ich zum Beispiel habe das damals derbe gemacht. Ich habe die ganze Küche ausgeräumt und alle Töpfe kaputt gehauen. Deswegen kann es sein, dass bei unserer Kleinen das so ist, dass die dann auch richtig Ramazama machen. Dann müssen wir aber hier richtig absichern. Ja, dann klar. Ich kram jetzt das Babybett nach oben. Und bei Alena kickt der Nestbautrieb rein. Sie hat mir letztens geschrieben, als ich bei der Arbeit noch war. Das habe ich sogar aufgenommen, was ich erholen will. Ja? Mhm. Ach so, wie? Ich glaube, im letzten Vlog wird man sehen, was ich hier holen wollen. Echt? Mhm. Achso, ja. Also wir wollen auf jeden Fall nochmal ein bisschen was verändern. Wohnzimmer, Badezimmer wollten wir ein bisschen anders machen. Da wollten wir auch also schwarze Möbelstücke, aber das, was ich haben wollte, passt nicht rein, ne? Nee, das passt leider nicht. Aber wir wollen ein bisschen, so ein paar Kleinigkeiten verändern. Hier haben wir bestellt, den Marmortisch. Heute bestellen wir hoffentlich die Stühle. Hier haben wir jetzt die Sachen. Das und das ist schon das alles. Und das. Also, das wird das Beistellbett sozusagen. Und dann wollen wir das mal auf. Wie sieht das Ganze aus? Das ist jetzt natürlich nicht installiert, das kommt dann auch noch wahrscheinlich da drüben hin und so weiter. Aber wir haben uns auf jeden Fall für das Graue entschieden. Und ja, jetzt haben wir hier schon ein Bett stehen. Da schon Bett stehen, das noch die Matratze. Die bleibt aber eingepackt. Ganz schön riesig, das Teil. Krass. Wie findest du das Bett? Schatz. Ich find's richtig, richtig schön. Meine Mutter auch. Das Bett finde ich richtig schön. Und das Bett ist aber voll groß, ne? Da wird sie safe mit 8 Monaten reinpassen. Das ist echt groß. Mhm. Das ist richtig. Also, guck mal, ich hab's ja ganz gut eingesteckt, ne? Ja, lieber, aber das Ding ist, man darf halt nicht so schwer, weil das ist ja nur so. Ja, ja. Aber kannst du, ich denke mal, sie wird auf jeden Fall bei uns ja schlafen. Und wenn sie dann Zähne und so bekommt, dann können wir sie auch sozusagen bei uns haben. Aber wenn sie sozusagen so alt genug ist und dass sie so sich rollt und rauskrabbelt, dann kann sie dann natürlich kein Mittagsschlaf machen. Das ist dann nur für die Nacht. Wir gucken einfach mal, wie lange sie drin bleibt. Weil solange sie hier steht, werden wir auch keinen Fernseher hier gucken. Also ich denke mal, wir wünschen uns, dass sie bis ein Jahr ungefähr, ne? Zwischen 8 und 12 Monate. Ja, so 10 Monate wäre schon gut. Ja, aber nicht 2 Monate oder so. Ich will das nicht. Ja, ja. Man, die Zeit ist nur einmalig und wir wollen sie natürlich genießen. Und wir streiten uns schon, bei wem sie schlafen wird, aber natürlich wird sie bei mir schlafen. Natürlich wird sie bei mir schlafen. Erstmal am Anfang, wenn ich stille, dann am Anfang bei mir. Sie wird bei mir schlafen. Ja, bist du die Matratze da? Ich habe das getauscht, ne? Ich weiß nicht, ob du das überhaupt mitbekommen hast. Wie? Du bist doch zu schwer. Ja, jetzt kannst du da erstmal schlafen. Ich habe das umgedreht. Perfekt. Bist du zu schwer für das Bett? Nein. Ich habe vorhin schon gedacht, ich meine, du wiegst fast 80, aber du wiegst ja fast 70 erst. Ja, wir haben uns gedacht, weil Alia momentan gerade wieder voll aufs rüberkommt. Haben wir uns gedacht, dass wir Aurel nachts abschließen. Aurel reagiert schneller sozusagen, weil Aurel hat irgendwie, okay, momentan habe ich auch keinen leichten Schlaf, aber er nimmt sie dann direkt so auf den Arm und bringt sie dann wieder ins Bett. Und bis ich das sozusagen realisiere, dass sie überhaupt im Zimmer ist, ist sie dann schon wieder hier. Und bei mir ist sie schon wieder drüben. Genau. Ich fange sie schon im Flur ab. So, ja, ja. So nein! Weil wir sehen immer, wenn sie kommt, dass das Licht angeht. Ja, genau, dann macht es mal. Und dann ich bin schon wach dann. Ich bin echt schon wach dann. Ich weiß. Das ist richtig krank. Und deswegen, damit sie die Kleine sozusagen nicht weckt. Oder weil nicht? Sonst wird sich das immer gegenseitig... Und sie sollen sich auch nicht dran gewöhnen. Genau. Weil also natürlich, als bis sie 2 Jahre alt war, ist sie öfter mal natürlich zu uns rübergekommen. Und dann haben wir sie auch da schlafen lassen. Hier. Genau, und ja, das werden wir euch dann aber noch alles zeigen, wenn das ready ist. Weil wir haben natürlich Nestchen und hier und wie wir das machen wollen. Stilllicht brauchen wir noch, Genau, das kann man einmal zeigen. Ich kann einmal kurz zeigen, wie das funktioniert. Das ist ja für das Boxspringbett. Ja, aber weißt du, wie das funktioniert? Nicht, nein, das machen wir nicht. Aber genau diese Platte, die kommt dann sozusagen, also die wird dann hier zwischen sein sozusagen. Und diese Bänder gehen dann eben unter dieser Matratze durch und werden dann hier festgehakt und dann kann das nicht abrücken. Ja, und das Bett ist jetzt auch fertig. Das haben wir schon euch gezeigt, ne? Ja. Da kommt noch ein Himmel, ein Mobili und Mobile und ein... Nestchen? Nein, eine Bettschlange. Eine Bettschlange. Eine Rosé. Eine rosa Rosé. Okay, jetzt gehe ich Haare föhnen. Ja, dann beeil dich mal ein bisschen. Wir sind ja schon wieder viel zu spät dran. Ich bin so zufrieden mit meiner
momentan. Aber meine Haare sind so schön geworden, ne? Ja, sind sie wirklich. Ja. Also wenn du das vergleichst mit damals, mit dem ersten Bild. Wir haben so alte Fotos damals angeguckt oder Videos. Alter, Leute, mein Zopf, mein Dutt, der war so. Der war einfach so klein. Richtig krass, ne? Ja. Richtig hässlich. Guck mal, wenn ich mir jetzt einen Dutt mache, Alter. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß, wie du meinst. Jo, perfekt. Okay. So, dann ich meine Haare schnell und dann brauche ich noch ein Oberteil und gucke los. Heute sind wir gut dran. Ne? Also heute sind wir eigentlich dran, ne? Also nicht zu spät. Da sind wir gut dran, ja. Ja. Ich bin ready. It's just for the vlog. Wir sind. Foto. Oh ja, komm, kann man immer schön den Po in die Kamera halten. Perfekt. Wir sind auf jeden Fall gerade in der Hafen City und haben ein paar Bilder gemacht. Und haben ein paar Bilder gemacht für Instagram. Ja, irgendwie voll geil. Das ist gut. Ja, das ist gut. Heller. Jetzt müssen wir hier Pause machen, weil die da eine Szene drehen für den Audi. Ich hab Hunger. Hafen City ist natürlich immer sehr beliebt, ne? Und für, ich habe so einen Hunger bekommen. Was hast du? Hunger. Fleißig am... Nee, wir gleich vom Film. Ja, One Night in der Hafen City. Stell dich mal dahin. Zack! Zack! Komm, zack! Ah, zack! Ja, ich bin schon wieder zu Hause. Und ich habe so eine schöne Lichterkette geholt und das gefällt mir sehr gut. Jetzt bereiten wir schon, was machst du? Paprika. Okay, er bereitet jetzt Paprika vor und Fleisch müssen wir, müsst ihr euer auch schneiden? Nee. Nein? Nee. Okay, wir müssen noch unser schneiden und dann bereiten wir das schnell alles vor und dann essen wir. Wir haben so Hunger. Wollen noch mal trinken. Wir haben jetzt alles vorbereitet. Habt ihr Spiele mitgebracht? Nein, ne? Ja. Nein? Egal, wir haben mich ärgert dich nicht. Ich dachte, ich schlafe wieder ein. Was? Hast du letztes Mal nämlich eingeschlafen? Moin Leute und einen schönen guten Morgen. Was ja in dem Moin irgendwie schon drin ist. Aber ja, hi. Es ist der nächste Tag, es ist Sonntag und Sonntag ist bei uns ein Tag wie jeder andere auch. Ich muss jetzt gleich Video schneiden. Und du bist jetzt frühstücken und? Ja. Warte, was gibt's ja hier? Anabolika? Nein, Eisen. Eisen, okay. Auf jeden Fall, wir haben gestern noch lange gequatscht, glaube ich bis 1:30 oder so, das ging noch echt lange. Stimmt. Und dann sind wir halt einfach eingeschlafen. Deswegen haben wir gestern nicht mehr gebloggt, weil wir natürlich mit die Worte Sachen besprochen haben und so weiter. Da bleibt die Kamera aus. Was hier wird da bei dir? Schwarzbrot. Mit Putenbrust. Und Mandarinchen. Entkoffinierte Schwarztee, oder was ist das? Ja. Kennt ihr den Struggle bei Mandarinen? Es ist voll schwer, da welche zu finden, die alle geil schmecken. Aber da, muss man wirklich sagen, schmeckt die ganze Packung. Gut, Vanilleschange. Das allerbeste ist doch, wenn du so Mandarinen gegessen hast und dann kommst du in den Raum und dann riechst du noch Mandarinen. Das ist voll weihnachtlich. Ja. Ne? Ich habe vorhin bei Vivi in der Story gesehen, bei Vivis Beauty Palace, dass die. Wir haben gestern Weihnachtsfilme geguckt, da freue ich mich auch schon wieder drauf, ne, auf die Zeit. Ja. Oh, Weihnachtsfilme. Aber dieses Jahr wird es wahrscheinlich bei Netflix auch nicht so viel neu geben wegen. Echt? Wegen Dings, ne, oder? Wäre einfach schade, ne? Wobei Netflix ist ein Streamingdienst. Eigentlich müssten die davon ja profitieren, jetzt von dem zu Hause sitzen. Mhm. Also mal gucken. Dann sind wir gespannt. Und ich glaube, Niklas möchte, dass ich fett werde. Er hat einfach seine Pommes hier einfach liegen lassen. Müsste ich die heute essen. Für nächstes Mal lassen wir die natürlich. Nein, die werde ich natürlich essen. Nee, ich fasse noch mal. Mhm. Ein bisschen blöd finde ich hier, dass die nicht noch weiter reingeht. Man muss die ja immer offen lassen, damit der Luft reinkommt, weil sonst stinkt das. Oh ja. Weil sonst schimmelt und so bildet. Ihr seht, das steht so ein bisschen drüber. Wenn man sich dann hier so anlehnt, so, oder hier irgendwas auf der Arbeitsplatte machen will, dann kommt man dagegen, boop, und dann ist das zu. Das ist ein bisschen nervig. Was haben Sie denn hier mit dem Bett gemacht? Ich habe eine Matratze und ein Stillkissen und eine Decke, aber einfach nur so.
Wir haben gerade Bilder uns angeguckt, weil wir gestern sozusagen so ein kleines Shooting hatten, also mit einer Freundin. Wir haben uns jetzt gerade richtig schöne Bilder rausgesucht, die jetzt auch die nächsten Tage auf Instagram kommen. Deswegen schaut auf jeden Fall vorbei. Aurel hat ja gestern das Beistellbett aufgebaut, das haben wir euch ja schon gezeigt. Da wird jetzt natürlich noch ein Nestchen kommen. Und die Matratze lassen wir auch noch eingepackt, weil wir das ein bisschen zu früh finden. Das Bett von Stocke, das, was für unten gedacht ist, das kommt jetzt erstmal gleich nach oben, damit wir hier nicht jetzt alles stehen haben. Und die Wickelkommode haben wir auch schon. Die werden wir euch allerdings noch nicht zeigen, weil sie noch nicht fertig ist. Da fehlt auf jeden Fall noch ein Regal. Da müssen wir noch auf jeden Fall ein paar Sachen verändern. Wir werden aber noch zusätzlich ein Video machen, wo wir nochmal alles genau zeigen und sagen, woher wir die Sachen haben. Und insbesondere unseren Maxi-Cosi und unseren Kinderwagen, weil da die Nachfrage sehr, sehr groß ist. Einfach, was man so für die Erstausstattung so wirklich braucht und was überflüssig ist. Wir haben uns jetzt für ein Beistellbett entschieden. Ich finde es einfach mega praktisch und das Bett ist wirklich sehr, sehr groß, finde ich, für ein Beistellbett. Also das... Wir haben uns ja für diese Farbe entschieden, weil wir hier auch so graue Gardinen haben und das Bett so dunkel ist. Und dann dachten wir, das sieht ein bisschen hochwertiger aus. Und genau, die kleine Maus wird da schlafen. Der Nachttisch kommt allerdings weg, da holen wir uns noch was anderes für ein Stilllicht. Also da wird auf jeden Fall noch ein Licht sein. Und ja, und sie wird dann bei uns hier schlafen. Wie gesagt, hier. Falls dann Alia rüberkommt, kann Aurel schnell sie wieder ins Bett bringen. Und wir haben jetzt auch diese Matratze, wir haben die beste geholt. Da gibt es ja so verschiedene. Uns war es wichtig, weil die Babys ja am Anfang sehr viel sabbern, sehr viel daneben kann, gehen kann. Und die Windel kann ja auslaufen oder die spucken, die schwitzen und alles Mögliche. Uns war es wichtig, dass sie atmungsaktiv ist, damit auch, wie gesagt, falls sie mal spuckt, dass es nicht schlimm ist, dass es nicht schimmelt. Das werden wir noch verschönern. Aber das machen wir erstmal alle so nach Alias Geburtstag. Werden wir wirklich so anfangen, alles wirklich vorzubereiten. Den Kinderwagen bestellen, den Maxi-Cosi bestellen. Und das, was uns noch fehlt, das sind so Kleinigkeiten. Sowas wie eine Wärmelampe und Windeleimer etc. Wie gesagt, das werden wir euch dann alles zeigen. Und wenn wir dann alles hier haben, drehen wir euch nochmal ein Video ab, was wir, wie gesagt, alles geholt haben und warum wir uns für die Sache entschieden haben. Tigger, machst du einfach die Windeln da unten kaputt? Ja, weil das nimmt so viel Platz weg und dann kann ich das schon mal einsortieren. Baby Dream, Hip und noch irgendwas. Ach, Florian meinte, er hat noch welche. Er hat noch welche. Und was hat Florian gekauft? Das sieht man nicht. Das ist das Florians? Das ist Florians, ja. So, auf jeden Fall, er hat noch welche. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob das so gut ist, am Anfang, ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben, verschiedene Windeln zu testen. Weißt du, wie ich das meine? Weil wir haben jetzt drei Marken, ich wollte die aber eigentlich von Pampers benutzen. Ich weiß, dass Alia die nicht vertragen hat zum Beispiel. Ich muss das machen, ich habe einfach die Windeln gekauft von Pampers, weil die, von, die war, mit der war, mit denen waren wir immer zufrieden, ne? Wir haben die auch nur für Alia und Lila geholt. Ist das gut oder ist das egal, welche Windeln? Schreibt das echt in die Kommentare, weil ich will das wissen. Also ich glaube nicht, dass man die Windel nicht verträgt, sondern ich glaube, das liegt an der Saugfähigkeit. Weil manche nicht so gut aufsaugen, die Pickel kriegst du eher, weil da eine Pipi oder so in der Windel ist. Und nicht, weil die dürfen ja gar keine irgendwie, da sind die riechen ja nach nichts, oder? Ja, aber warum hat dann hier die zum Beispiel nicht vertragen? Vielleicht, weil die nicht so gut aufgesaugt haben. Ach so. Und dann, wenn man in der... Also es ist egal, denkst du? Also ich glaube, es liegt... Also wenn die einen nicht so saugkräftig sind, dann muss man öfter wickeln. Und wenn man zum Beispiel die Pampers, die saugen viel auf. Und wenn du dann mit den... Weißt du, das glaube ich. Zum Beispiel für die Nacht können wir dann erstmal sozusagen die von Pampers nehmen. Weil es gibt ja diese Pampers Dry. Die sind ja für die Nacht extra. Die müssen wir auch noch holen. Aber das machen wir nicht jetzt. Aber, die können wir für den Tag dann haben oder so, weißt du? Ja. Du fandest die von Lindy, du, ganz gut, ne? Ja. Ja, aber wir werden erstmal von Pampers nehmen und dann vielleicht mal die Review noch probieren. Vielleicht verträgt sie ja alle Windeln, man weiß es ja nicht. Ich habe keine Ahnung, wohin damit. Ich weiß nicht, wohin damit, wirklich. Egal, ich fange jetzt einfach erstmal an. Wo soll ich anfangen? Ich mache jetzt mal hier so einen Karton. Da sind noch super Flaschen und Spielzeug für die Kleine für später. Das brauchen wir zum Beispiel jetzt auch nicht. Das kann ja jetzt erstmal auch weg. Hier dieses ganze Spielzeug. Da muss ich jetzt nochmal genau aussortieren zum Beispiel. Habe ich mir diese Babyflaschen, die hätte ich jetzt noch rausgeholt, falls immer unterwegs und dann halt noch solche kleinen Flaschen. Die behalte ich hier und dann gucke ich nochmal hier nach Spielzeug. Boah, ich weiß gar nicht. Oh, das ist auch noch von Alia richtig süß. Ich lasse jetzt alles mal, was für
für die nächsten 3 Monate oder so kann man auf jeden Fall alles hier behalten. Und ein paar Spielzeuge gebe ich für eine Freundin, ihre Schwester, sie kriegt auch ein Baby. Und da habe ich auch noch einige schöne Sachen. Deswegen werde ich auf jeden Fall auch was abgeben. Ich bin vorangekommen. Hier habe ich schon mal alle Babysachen hingepackt. Das habe ich jetzt auch noch aufgeräumt. Das kommt weg. Die Windeltorten haben wir jetzt auch leer gemacht. Hier sind die Windeln. Da sind die anderen Windeln. Und hier habe ich jetzt ordentlich Platz geschaffen. Aurel hat das, ich weiß nicht, ein Jahr lang gesucht. Also seitdem wir hier wohnen, ein halbes Jahr gesucht. Das war einfach mal da hinten. Und das hat man nicht gesehen wegen der Gardine. Und ich werde ihn jetzt mal kurz, also hier, das haben wir jetzt alles aussortiert. Schatz, Schatz. Schatz. Wieso hast du mir den Kopf? Ich habe was gefunden. Du wirst dich freuen. Was hast du die ganze Zeit gesucht im Haus? Mein Backroll. Wo war die? Hinter der Gardine. Hinter der Gardine? Hier hinter der Gardine. Hm? Ja. Oh, geil. Mal gucken, ob es knackt. Küss mein Auge. Mal gucken, ob es knackt. Er war so traurig, dass er sie nicht hat, ey. Ja, das ist sehr gut. Perfekt. Gebt uns doch gerne einen Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen. In den Stories sind wir sehr aktiv, also könnt ihr uns gerne dafür folgen. Und ja, was so. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ja. Tschüssikowski. Tschüss. Wir sagen Tschüss.